Bei lebendigen Körpern geht's nicht. Ich muss mich beeilen, sonst verschwinde ich. Der vielleicht. Alles okay bei dir? Hey Mann, bleib lieber liegen. Wir rufen den Krankenwagen. Ja. Geht's ihm gut? Er sieht ziemlich übel hey. Aus. Ich hab hier null Empfang. Was zur Hölle? Ist wohl doch nicht was zum... Aufwachen, Kleiner! Ich brauche einen Körper. Und zwar jetzt! Wer redet da? Scheiße. Du willst es mir also schwer machen, was? Wohl deutlicher werden. Solange ich hier drin bin, hältst du das schon aus. Und jetzt komm! Was zum... Irgendwas. Komm da. Schnauze jetzt, Kleiner. Versteck dich, schnell! Na los, Bewegung! Das Gefäß wurde vorbereitet und harrt eurer Ankunft. Nun, versammelt euch. Ein nobles Ende erwartet euch.
Der Feind. Gehen wir. Wovon redest du eigentlich? Und was bist du? Hör endlich auf, dich zu wehren. Dein Körper gehört jetzt mir. Du bist sowieso schon tot, Kleiner. Wenn ich deinen Körper verlasse, bist du Trostwort. Aber das... Was soll ich bloß tun? Du hast keine Wahl, Kleiner. Gehorche! Nein, hör auf! Ich muss etwas Richtiges erledigen. Denkst du, mich interessieren deine Probleme? Wenn du deswegen rumheulen willst, suche ich mir einen anderen Körper. Und dann ist es vorbei mit dir. Woher? Hier ist keiner mehr. Klugscheißer. Hör zu, ich weiß nicht, wer du bist. Aber das ist mein Körper. Und über den bestimme ich. Okay, Großmaul. Dann eben auf die harte Tour. Für dich zu gehen. Verdammt! Wie du willst, Kleiner. Ich spiele mit. Fürs Erste. Aber denk dran. Dein Leben liegt in meinen Händen. Also geh mir nicht auf die Nerven, oder ich verzieh mich. Alles klar? Abmarsch! Kommandier mich nicht rum! Damit kann ich arbeiten. Hättest du keine Chance gegen diese Viecher gehabt. Sag mal, hattest du nicht irgendwas Wichtiges zu erledigen? Stimmt. Ich muss zu meiner Schwester. Warst du auf dem Weg zu deiner Schwester, als du den Unfall hattest? Sorry, aber ich rede nicht mit Typen, die von mir Besitz ergreifen wollen. Wie du meinst. Was bist du überhaupt? Du zuerst, dann erzähle ich's dir. Mann, die Stadt sieht übel aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Das ist nicht mehr Shibuya. Hier. Was zur Hölle ist das? Materie von der anderen Seite. Manchmal sickert sie zu uns rüber. Probieren geht über Studieren. Hau drauf!
Siehst du aus, als könntest du ihre Energie absorbieren. Schwester ist hier Patientin? Ja. Ganz schlechtes Timing. Sie liegt im vierten Stock. Die da. Sie sammeln Seelen ein, die von ihren Körpern getrennt wurden. Wozu? Um sie in die Unterwelt zu zerren oder sie zu verschlingen. Wer weiß. Für diese Seele kommt jede Rettung zu spät. Mal sehen. Warte mal. Noch haben diese Wesen uns nicht bemerkt. Bleib geduckt und schleich dich von hinten an. Gut so. Lass niemals deine Angst die Oberhand gewinnen. Klar. Mittlerweile kannst du schon richtig gut mit meiner Kraft umgehen. Also, schön. Pass auf. An solchen Orten wimmelt es nur so von diesen Wesen. Nennen sie Besucher. Was auch immer du tust, nimm dich hier bloß in Acht. Versuch's mit einem aufgeladenen Schuss. Jetzt reiß den Kern raus. Nicht schlecht. Das sind quasi ihre Herzen. Reiß sie raus und sie sind erledigt. Was ist da drin? Was zu essen.
Man nimmt, was man kriegen kann. Wir dürfen nicht wählerisch sein. Da ist was dran. Pass auf. Sie sind hier. Füll deine Energie mit kristallisierten Äther auf. Ich habe ein mieses Gefühl. Was ist das? Immer wachsam bleiben. Was ist hier los? Pass auf, hier ist es gefährlich. Beruhige dich. Hier ist nicht so, wie es scheint. Ah!
andere Seite berührt und doch bist du am Leben und unversehrt. Es gibt wohl kaum eine bessere Beobachterin. Damit ist mein Plan perfekt. Rühr sie nicht an! Und wer bist du? Ein Mensch. Da ist noch jemand. Du! Unwissender Narr. Ich habe deinen Geist von seinen Ketten befreit. Doch noch immer klammerst du dich an einen Körper. So sieht's aus. Und jetzt krieg ich dich. Faszinierend ist es reine Willenskraft. Bedauerlicherweise muss das warten. Ich sagte, rühr sie nicht an! Sie ist ein... Hab keine Angst. Ich werde sie erlösen. Klar, wenn du hier liegen bleibst. Es sind 3 Sekunden in der echten Welt vergangen. Noch ein Atemzug und das war's. Nein, ich darf noch nicht sterben. Du hast nur einen Ausweg. Gib mir deinen Körper und ich rette deine Schwester. Du erwartest, dass ich dir vertraue? Ich zwinge dich nicht. Aber wenn du stirbst, überlässt du deine Schwester diesem Bastard. Ende. Werde ich verschwinden? Keine Ahnung. Versuch's mit Beten. Mari. Und ich bin Akito Isuki. Jetzt stellen wir uns vor. Na schön. Nenn mich KK. Den alten Namen gibt's nicht mehr. KK. Bitte hilf. Mari. Mari.
Und mir hängt sie ständig in den Ohren, dass ich es zumachen soll. Heuchlerin. Komm schon, reiß dich zusammen. Ich bin immer noch hier. Kannst dich glücklich schätzen. Siehst echt hübsch aus, Kumpel. Fresse! Also, du lässt mich jetzt deinen Körper benutzen, ja? Das habe ich nie gesagt. Und ich bin immer noch hier. Was? Machst du jetzt einen Rückzieher? Das habe ich nicht gesagt. Wie du meinst. Ist doch recht gemütlich hier drin. Weißt du, wohin das Arschloch meine Schwester gebracht hat? Wenn sein Plan aufgehen soll, muss er so ein Ritual durchführen. Dann müssen wir nur wissen, wo... Mach mal halblang. Der zerquetscht dich wie eine Fliege. Eins nach dem anderen. Wir müssen erst noch woanders hin.